früh aufmessen, habe ich am Freitag für das RRO Sommerprogramm von der Mosalpa auf einem Bach. Eine gemütliche Wanderung, die eigentlich ziemlich nur nitschig geht. Noch ziemlich frisch war es, am Morgen auf dem Weg von der Mosalpa, am Brinna, auf Birchow. Das Bulli habe ich sehr gut vertreibt. Ach, unten an Birchow hat mich der Thomas Lehner am Tag vom Bier ins Bierbrauen geführt. Also das Bier, für das Bier herstellen braucht es im Prinzip vier Grundelemente. Es braucht das Wasser, es braucht die Gerste, es braucht die Hefe und den Hopfen. Alles zusammen beginnt am Anfang, indem man das Wasser aufheizt und nachher die Gerste reintut. Und dann gibt es verschiedene Temperaturstufen, die man einhalten muss. Und während der Zeit gibt es verschiedene chemische Prozesse, die das Bier durchmachen tut. Wenn das durch ist, geht es nachher darum, das Bier aufzuziehen. Das ist jeder Prozess. Und während dem jeden Prozess kommt der Hopfen rein, der im Prinzip das Aroma vom Bier gibt. Und am Schluss, wenn es fertig ist, wird das Bier abgekühlt, die Hefe kommt dazu und nachher fällt der Prozess an, was direkt der Garprozess an. 6000 Liter machen die Gisela und der Thomas im Jahr. Eine Schubarbeit und einen interessanten Einblick ins Bierbrauen. Von da ist weitergegangen auf Unnerbach. Waldbaden. Nein, um zu baden geht es definitiv nicht. Backkleid oder Bikini braucht es nicht. Waldbaden bedeutet ganz bewusst eintauchen in den Wald. Es ist eine achtsamkeitsbasierte Stressabbau- und Entspannungsmethode. Also man ist im Wald und tut aber auch mit dem Wald arbeiten. Es geht darum, die Sinne zu öffnen, wahrzunehmen, was ist, absichtslos und trotzdem sich etwas sehr Gutes zu tun. Und das über eine gewisse Zeit. Also man geht nicht nur 10 Minuten, Viertelstunde, sondern wirklich so 2,5 Stunden, bis wie wir es heute machen, sogar 5,5 Stunden. Jetzt, wie läuft das ab? Wie kann man sich da so einen Ablauf vorstellen von so einem Waldboden? Also das Shinrin-Yoku Gesundheitstraining, das wir machen, hat einen ganz klaren Ablauf. Also es sind verschiedene Stufen, die man durchläuft. Man tut zuerst wie ankommen, man tut ganz bewusst in den Wald eintreten, man tut entschleunigen, weil ohne Entschleunigung kann man das, was im Wald ist, gar nicht wahrnehmen. Man tut dann mittels verschiedenen Entspannungsübungen, wie zum Beispiel auch Qigong, aber auch andere Wahrnehmungsübungen, tut man sich mit dem Wald, mit dem, was da ist, mit sich selber auseinandersetzen. Am Schluss macht man eine sehr schöne Teezeremonie, weil das Ganze kommt von Japan und dann gehört so eine Teezeremonie dazu. Man macht einen schönen Abschluss. Ich bin mitgegangen und den Brick gefahren. Ein schöner Abschluss vom Tag oben an in der Röggsport-Region mit einem herrlichen Blick auf das Beach-Horen.